Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Grounded. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, Lieben, wir sind zurück zu Hause und machen uns von hier aus jetzt natürlich sofort erstmal auf den Weg zu Burgle. Den letzten Chip abgeben, den es noch zu finden gab. Ich bin sehr gespannt, was da jetzt für Rezepte und Baupläne drauf sind. Ich hoffe ja sehr, dass wir damit jetzt die letzten Sachen zum Aufrüsten freischalten. Und falls ja, dann werden wir natürlich auch gleich ein bisschen was aufrüsten. Mal gucken, wie weit wir unsere Rüstung schon nach oben gelevelt bekommen. Und was wir für die einzelnen Waffen brauchen. Und was wir dann eventuell auch brauchen, um eben die mittleren Scherben herstellen zu können. Falls die Sachen da drauf sind. Ich hoffe, wir können das alles auch leisten dann. Wie viele Punkte haben wir? Oh, doch, 11.000. Das müsste eigentlich passen. Ein bisschen was kriegen wir auch noch, wenn wir den Chip abgeben. Und dann gucken wir mal. Dann haben wir auch noch ein paar Milchmolare schon wieder gefunden. Da können wir auch mal schauen. Ich glaube, als nächstes würde ich doch sagen, nehmen wir die Ausdauer statt die Heilung. Ruhig erstmal nochmal die Ausdauer nach oben. Weil das geht mir immer noch zu schnell runter in den Kämpfen. Wir brauchen noch mehr Ausdauer, würde ich sagen. Aber erstmal sagen wir Burgle, hallo. Ach, Moment, nee, als erstes gehen wir mal hier rüber und analysieren noch. Was, wir haben noch den Mottenkopf gefunden, den Mottenpelz. Haben wir auf jeden Fall schon mal die ausgestopfte Motte wieder. Okay, also, na, noch nicht. Wir können sie mit Sicherheit nicht bauen. Wir haben ja noch nie eine Motte erlegt, haben mit Sicherheit keine Bauteile dafür. Aber irgendwann können wir uns dann eine ausgestopfte Motte bauen. Burgle! Ja, ich freue mich auch immer, wenn ich vorbeischaue. Wir haben nochmal so einen Hilfschip für dich. 5.000. Das sollte auf jeden Fall reichen, dass wir uns die Sachen kaufen können. Ja, Burgle, machen wir. Oh, Burgle ist einsam. Du kannst gerne mitkommen in unsere Basis, Burgle. Ich habe nichts dagegen. Du kannst den ganzen Tag bei uns in der Basis rumlaufen. Dann haben wir immer einen Burgle da, wenn wir nach Hause kommen. Der da rumläuft, singt, pfeift und irgendwas macht. So, wir gucken. Achso, ja, Quest. Was haben wir denn hier? Kundschafter Vogelbad Plateau. Nee, Kundschafter wollen wir nicht. Und was haben wir hier? Jägerkaulquappe. Oh, und Radnitzspinne müssen wir auch noch. Können wir vielleicht gleich nochmal nebenbei machen mit unserem Feuerstab. So. Dann einmal hier rein. Und jetzt ist die Frage. Jetzt ist die Frage. Aber eigentlich würde ich doch lieber in den Kämpfen schon noch mehr Ausdauer erstmal haben, dass wir noch länger kämpfen und blocken können. Burgle, was machst du da schon wieder? Im Hintergrund für Krach. Wir nehmen maximale Ausdauer und hier reicht es noch für nichts. Nee, wir nehmen erstmal... Nee, wir sparen jetzt. So, und jetzt das Interessanteste und Wichtigste, Leute. Ja, das ist es. Hier, Schmiede... So, Moment mal. Robuste Verbesserungen. Ja. Okay, wir brauchen wieder viel Harz und Spinnen. Fänge und Marienkäferteile brauchen wir dafür. Ist gelernt. Oh, Minzjuwel. Es gibt nochmal eine Stufe besser. Oh. Minzjuwel, salziges Juwel. Ach, guck mal, dafür bräuchten wir dann die Skarabäenkäfer. Die Skarabäus. Alles klar. So, und dann haben wir hier nochmal mächtiger Juwel. Höchste Panzerung. Und das ist es da. Oberster Schleifstein. Oh. Oh. Es gibt noch neues Baumaterial. Ein feiner Stoff. Kaufen wir? Kaufen wir? Was haben wir jetzt noch? 7.000. Ich glaube, sonst lassen wir erstmal so. Alles klar. Super gut. Okay, Leute, da waren die Sachen drauf, die wir jetzt die ganze Zeit gewartet und hingearbeitet haben. Auf nach Hause, gucken, wie weit wir unsere Rüstung jetzt aufwerten können. Wir haben ja wirklich viel, viel obersten Marmor und Quarzit doch schon gefunden. Gewürzte Juwelen. Oh, wie gut. Und lass uns gleich mal nebenbei hier. Oh, hier vorne laufen gar nicht genug rum, ne? Radnetzspinnen. Aber wir holen schon mal die hier. Das macht einfach Laune. Das machen wir cool. Obwohl, lass uns mal gucken, ob wir den Stab nochmal sogar einmal aufwerten können jetzt. Dann schießen wir damit mit dem unten die Rüstung. Da, Asche, Zement, Holzkohleasche.
So. Holzkohlenascherost. Wie machen wir denn Holzkohlenasch? Ach, hier. Ah, einfach aus den Kohlebrocken im Zementmischer. So, und hier haben wir oberster Schleifstein, höchste Panzerung. Ah, okay, und den müssen wir mal gucken. Ein paar Skarabäen haben wir aber nicht wirklich viele. So, und das ist in Ordnung. Marienkäferteile haben wir schon ein paar. Und Spinnen geht auch. Okay, okay, okay. Auf geht's. Einmal rein. Und haben wir was zum Wegpacken? Ja, die Motten können wir mal rauspacken hier. Einmal die Motte raus. Und dann müssen wir hier an die Werkbank. Erstmal an die Werkbank. So, dann stell mal her. Naja, guck mal, kommt ein bisschen was zusammen. Vom obersten Schleifstein. Übrigens habt ihr auch irgendwann schon mal geschrieben, dass man irgendwann irgendwie auch noch ein Rezept sogar bekommt, um selbst diese höchste Panzerung herstellen zu können. Wir haben auf jeden Fall einiges gefunden. Sehr schön. So, wollen wir uns gleich einen... Ah, kostet immer nur einen. Spinnenbrocken. Ja, eigentlich bräuchten wir auch mehr sogar hiervon tatsächlich. Stellen wir ruhig ein paar her. Wir machen einfach nur mal nochmal ein paar extra. So. Okay, schmeiß das raus. Was haben wir hier noch? Ach, die ausgestopfte Motte. Mottenwanddeko. Ausgestopfte Motte. So. Haben wir die auch angeguckt? Alles klar, Leute. Ran an den Amboss. Rauf mit der Rüstung auf den Amboss. So, wir hatten die auf Stufe 7. Jetzt brauchen wir eben die höchste Panzerung. Zwei Stück für Stufe 8. Machen wir erstmal alles auf Stufe 8. So. Okay, jetzt nochmal 12. Höchste Panzerung, um auf Stufe 9 zu kommen. Dann machen wir erstmal schon mal... Machen wir ruhig. Oh, Stufe 9 ist das höchste. Dann haben wir sie ja Maximum aufgewertet dann jetzt. Stufe 9. Und... Stufe 9, Leute. Das heißt, wir haben die auf Maximum. So, was kostest du denn? Ei, das mächtiger Klumpen. Mächtiger Klumpen. Die haben wir hergestellt aus den mittleren Stücken, ne? Ja. Oh, wie gut. Aus dem robusten Schleifstein haben wir die gemacht. So, Moment. Robuster Schleifstein war jetzt der Spinnenfang, ne? Oder? Ja. Also da müssen wir Wolfsspinnen jagen gehen. Stell mal ruhig her. Wofür wollen wir die Spinnen fangen sonst? Für nix. Robuster Schleifstein. So. Dann stell ruhig noch erstmal noch mehr mächtige Klumpen her. Was brauchen wir denn für die anderen? Was brauchen wir denn hier? Auch mächtiger Klumpen. Mächtiger Klumpen. Ah, hier salzig, weil die hat die Salzeigenschaft. Das Katana wäre auch mächtiger Klumpen. Armbrust sowieso. Der Zecken. Das wäre das Minzjuwel. Ach, guck mal, der wäre sogar schon beim Minzjuwel, weil er schon Level 7 ist. Ah, wie gut, was haben wir denn noch für Waffen gehabt? Die interessant sind, die wir noch aufwerten könnten, wollten. Hier, der braucht wahrscheinlich dann auch den mächtigen Klumpen, der Salzmorgenstern. Und unser Blitzärmchen. Können wir auch nochmal wieder. Und der hier? Was kostet der wohl? Ah, ist das gut, Leute. Ist das gut. Ich bin aber so schon ziemlich zufrieden mit dem, was wir jetzt aufgewertet haben. Ich bin so schon ziemlich zufrieden. Ich würde sagen, wir geben dem Zauberstab hier mal ruhig. Komm, mächtige Klumpen. Das ist, die können wir ja selber herstellen dann. Und wir können ja die Scherben dafür auch selber herstellen. Wir müssen halt nur genug Spinnen dann immer jagen. Aber das ist ja nicht so schwierig. Ja, komm. Mächtiger Klumpen. 55 Schaden jetzt. Ne, 45. Aktuell 45. Naja, oh. Ach, und jetzt bräuchten wir das mächtige Juwel. Mächtiges Juwel. Guck mal, wie viel brauchen wir dafür? Eins? War das jetzt eins? Moment, war das jetzt ein mächtiges Juwel? Ne, für fünf mächtige Juwel. Okay, alles klar. Eins wäre auch gut gewesen. Na, okay. Ich würde sagen, wir legen uns kurz hin.
Haben wir wieder Tageslicht. Und dann machen wir ruhig kurz einmal hier eben die Burgle-Quest für die mit den Spinnen nebenbei. Und dann würde ich gerne an unserer Turmspitze so ein bisschen ganz gemütlich werkeln. Heute passend zum ersten Weihnachtsfeiertag, dass wir es ein bisschen gemütlich angehen lassen. Material habe ich einigermaßen vorbereitet. Auch Federn ist ganz gut vorbereitet. Wir haben über 100 Federn. Das heißt, wir sollten ein gutes Stück schaffen oben von unserer Turmspitze vom Dach. Als allererstes muss aber erstmal die Wand rundherum fertig. Dann muss der umlaufende Balkon fertig, damit da vernünftig irgendwie... Ja, Türen kann man gar nicht einsetzen. Aber vielleicht diese Türrahmen müssen wir mal sehen. Aber was zu frühstücken dabei? Ja, haben wir. Super. Dann ist das gleich mal. Und wir haben ja jetzt noch... Oh, wir müssen sofort mal so ein Stück Aschezement herstellen übrigens. Hier, Holzkohlenasche. Ja, komm, was heißt einen? Stell mal her. Das können wir mit Sicherheit noch analysieren. Und da kriegen wir wahrscheinlich dann, lernen wir dann wahrscheinlich die stabileren Bauteile. Mal sehen, wie die dann aussehen. Wo wir die dann noch benutzen. Oh, Marienkäfer. Es tut mir ja sehr leid, lieber Marienkäfer. Aber jetzt hast deine Teile haben gerade absolut an Wichtigkeit gewonnen. Wobei eigentlich die Spinnenfangteile noch mehr, aber deine Teile auch. So unglaublich. Wie der ehemalige Endgegner Marienkäfer. Jetzt einfach mal so ähnlich ist, als wenn wir eine Laus erschlagen. So ungefähr. So, die kleinen Spinnen zählen eigentlich die kleinen Spinnen auch als Ratnetzspinnen oder sind die, ist das extra aufgeteilt? Weil dann können wir hier gleich doch genug erwischen. Und da hinten latscht auch schon eine große. Und hier vorne latscht aber auch eine kleine. Oh, das war nix. Das war einmal nix. Moment, machen wir ruhig den Zauberer dann auch nochmal an. Den fiesen Zauberer. Die Kleine zählt auch. Wump. Das ist eben mit dem Aufladenschuss ist nochmal richtig extra fies. Hau jetzt ja nicht ab da hinten. Oh, voll vorbei. Der fliegt aber auch richtig schön weit. Das ist einfach nur super. Moment, dann haben wir hier schon mal zwei und hinten ist ja noch eine kleine und eine große. Macht vier und irgendwo da oben ist ja noch eine. Dann haben wir sie doch schon. Viel wichtiger wären aber Wolfsspinnen dann. Weil die bringen uns den Spinnenfang. Die hier bringen ja keinen Spinnenfang. Und die Ameise hat es gleich mit erwischt. Das ist einfach nur extrem gut. Was freue ich mich auf den Säurestab? Dann müssen wir aber erstmal die schwarze Witwe angehen. Das werden wir als nächstes dann aber auch mal auf die Liste setzen, doch. Ich weiß nur gar nicht mehr, wo die war. Das war ganz da hinten irgendwo am Schuppen. Da sind wir rumgelaufen bei den Ytongsteinen, meine ich. Und da bin ich dann irgendwo reingefallen. Und da konnte ich, aber kam ich auch irgendwo wieder rausgelaufen. Ich meine, das war, ich weiß es aber nicht mehr. Da war das, es war auf jeden Fall irgendwo im oberen Garten, ganz sicher. Dass ich da irgendwo reingestolpert bin. Das gab ja auch, wir sind ja aber auch wieder rausgekommen. Es gab ja auch irgendwo normalen Zugang. Dass wir den vielleicht wiederfinden. So, du letzte kleine Ratnetzspinne, die sonst immer hier vorne rumschleichst, da bist du schon. Oh, 800 Raw Science mal eben so. Super Sache. Was hatten wir noch? Kaulquappenjäger, ne? Auch so gut. Mit den Läusen. Haben wir schon wieder lecker was zu essen. Okay, also gut. Ihr Lieben, gehen wir in unsere Basis rein. Weil wenn wir das Moos haben, können wir auch endlich die beiden Elfen, also das heißt endlich, die haben wir jetzt frisch gefunden, aber dann können wir die verbinden. Und dann haben wir beides. Unbesiegbarer Block und unbesiegbarer Angriff. Oder unbezwingbarer. Wie auch immer. So. Aber jetzt erstmal nach oben und unser Dach ein bisschen ausbauen. Die ganzen Lager von hier vorne, die habe ich alle nach oben gebracht. Und die hinteren Lager waren, glaube ich, leer. Ich meine, das hatten wir schon alles wieder verbraucht, hat hier noch nicht wieder aufgefüllt. Doch, eins ist da auch noch ein bisschen, da ist auch noch ein bisschen was. Na gut.
Okay, das heißt, wir nehmen mit nach oben auf jeden Fall auch einmal ein paar davon. Und ganz klar unseren riesigen Federvorrat. Nehmen wir mit nach oben. Und ansonsten brauchen wir erstmal, glaube ich, nichts. Nee, Holz haben wir oben. Mehr brauchen wir nicht. Nee, mehr brauchen wir erstmal nicht. Guck, wie weit wir da kommen. Über 100 Federn. Wahrscheinlich nicht so weit, wie ich gerne kommen würde. Und hier müssen wir auch noch gucken. Also hier, die Wände sind ja noch ziemlich kahl. Hier müssen auf jeden Fall auch noch ein paar Trophäen ganz klar überall hin. Bilder rundherum, wie immer. Und für unsere Öfen, diese... Ich habe mir auch schon überlegt, dass wir daraus... Da werden wir uns irgendwie noch ein paar Lampen zaubern. Indem wir die andersrum zu, irgendwie zur Wand drehen, dass man halt die Ofenöffnung nicht sieht. Vielleicht auf den anderen Seerosen sogar. Da sollen ja auch noch Aufbauten drauf. Und dann können wir die ja in verschiedenen Farben leuchten lassen. Weil die leuchten ja immer so, wie die Fackel leuchtet, würde ich sagen. Und wenn wir die Fackeln grün leuchten lassen oder blau oder knallrot oder was auch immer, dann dürften unsere Öfen dann ja auch komplett so leuchten. Dann, wenn man die richtig rum hindreht, wird das aussehen wie eine riesengroße Standlampe. Kann ich mir gut vorstellen. Also sieht ja jetzt schon so ein bisschen aus. So wirkt es halt wie ein Kamin. Na du. Ich hoffe, du willst es hier nicht angreifen oder so. Weil wir hier deine Flugroute zubasteln. Okay, machen wir erstmal hier weiter. Und... so, hier unten müssen übrigens... Ah, die müssen wir rausrupfen, die Stellen hier. Ich krieg alles eingefangen. Ah, und ein... Den holen wir eben kurz. So, und oben muss natürlich auch einmal ein Überstehen. Also das Dach muss oben auch einmal eine Reihe überstehen. Natürlich, deswegen brauchen wir auch einen umlaufenden Balkon hier oben wieder. Ja, und hier müssen wir gucken für die Spitze. Auf jeden Fall habe ich mir schon überlegt, dass wir ab dem Holzboden hier, ab der Höhe, also das hier unten wird ja noch die obere Galerie, der große freie Bereich da unten, und ab der Höhe hier werden wir anfangen mit der blauen Beleuchtung, weil die Turmspitze soll ja so blau, weiß, blau irgendwie leuchten. Es wird ab der Höhe dann angefangen. Und hier, wie gesagt, hier brauchen wir auf jeden Fall auch einen umlaufenden Balkon, weil wir sonst unsere Seilrutschen hier nicht vernünftig an den Ecken platzieren können. Weil so wie sie jetzt stehen, können sie dann nicht bleiben, wenn das erstmal zu ist, das Dach. Die müssen dann ein Stück nach außen versetzt werden, halt so wie unten eben auf den Balkon, ein Stückchen nach draußen. Die hätte ich ja nur schon mal so aufgebaut für die generelle Ausrichtung. So. Alles klar, das heißt, wir machen hier oben auch ganz normalen, vollen, umlaufenden Balkon. Mit überstehendem Dach. Das heißt, hier ist dann das... Hier ist dann das... äußere Dach ist auf der Höhe von dem inneren Dach unten. So geht das dann auch sauber auf. Hier müssen dann natürlich... Achso, Moment. Lass uns mal ganz gucken. Das ist, glaube ich, gerade einmal falsch gedacht. Ja, wir müssen nämlich so rum. Ja, so ist richtig. Nee, du sollst nicht die Seilrutsche kopieren. Nur so ein kleines Stück schon mal hier außen rum, dass wir nicht zu viel von unseren wenigen Holzbalken, die wir jetzt diesmal nur haben, verbrauchen. Damit wir wenigstens noch ein Stück vom Dach schaffen. Eigentlich hätte ich vorne anfangen sollen, ne? Damit man hier schon mal ein bisschen besser sieht. So, schnappt ihr die auch? Ah, super, alle drei geschnappt. Sehr schön. So, dann gehe ich hier auch mal ein Stück raus. Machen wir hier mal nur... Ah, das ist... Ah, das kostet schon unsere ganzen Unkrautsteckel. So. Die Ecke machen wir... Die zeichnen wir erstmal nur an jetzt hier. So. Obwohl, eigentlich müssen wir sogar um die Ecke müssen wir sogar noch rum. Ah, um die Ecke müssen wir sogar noch rum. Wenigstens das Eckdach einmal ausprobieren können, wie das aufgeht. So, und jetzt brauchen wir Federdächer. Die ganz normalen erstmal. Einmal oben und eben einmal außen überstehen. Ganz normal. Schon mal einmal wieder so ein Probestück. Und hier drüben auch gleich. Einmal so, einmal so. Nicht runterfallen. Haben wir den Gleiter ausgerüstet? Ja, haben wir. Gut, wir haben den Gleiter ausgerüstet. Einmal so, einmal so. Jetzt könnten wir oben... auch so eine Rundecke zum Beispiel ja nehmen. Und so können wir dann auch nach oben weitergehen.
Und hier unten, für die größeren Abstand, müssen wir natürlich mit denen arbeiten. Wie bei dem anderen Dachabschnitt auch. So. Ja, das wäre doch super. Und dann kann hier oben ruhig auch eine... Naja, hier oben kann also auch ruhig ein Wandelement dann noch rein. Wir können es schon mal hinsetzen. Wir brauchen es jetzt nicht bauen, aber schon mal anzeichnen. Dass wir die drei Balken noch mehr erstmal sparen. So. Dann gehen wir doch schon mal hier so weit außenrum, wie wir hier jetzt kommen. Okay, dann... Unkrautstängel. Unkrautstängel! Werden knapp. Okay, machen wir die Ecke auch nochmal so weit. Dann haben wir zumindest schon mal den vorderen Bereich mit den Ecken schon wieder. So. Yep. Du dahin. Nicht abschmieren. So, unten wieder großes Dach. Große Dachecke, oben kleine Ecke. Und nach ganz oben raus dann eben zum... Halt, du bist nicht richtig. Und nach oben raus dann halt auch immer mehr mit den, also mit den Einzelecken, die wir dann jetzt hier, passt ja, eine Ecke wieder drauf, nach innen, so bis wir dann eben hoffentlich auf einer Turmspitze vernünftig rauskommen, wo wir dann das Kuppeldach oben drauf setzen können. So, kannst du? Kannst du? Sehr gut, Leute. Dann lass uns hier vorne gleich die Reihe fertig machen dann. So. Na, kopier das. Oh Leute, das wird gut. Müssen wir nur gucken, wie wir dann einmal oben drauf kommen. Müssen wir eine provisorische Treppe aufbauen. Weil von hier kommen wir nicht rauf. Naja doch, wenn wir vielleicht hier... Oh, nein, Mist, falsch rum. Einmal abreißen. Einer ist ins Wasser gefallen. Oder? Ja, macht aber nichts. Die werden übrigens alle mit der Zeit hier in dem Bereich angespült. Da schiebt die Strömung alles hin. Ich habe auch schon so oft Teile hier ins Wasser fallen lassen während des Baus. Und die habe ich dann nach und nach alle da vorne einsammeln können. Kriegen wir also wieder. Der kommt dann irgendwann da vorne an. So, aber Moment, wir haben doch vier. Dann haben wir ja alle. Dann habe ich, glaube ich, nur einen von den Grasseilen verloren. Nicht so schlimm. So, nochmal rauf. Oh, das wird aber gut, Leute. Das wird aber gut. Okay, ist aber immer noch ziemlich... Warum geht denn das unten besser auf? Obwohl, geht's ja. Unten geht die Seilrutsche auch so ein bisschen ins Dach rein. Das wird schon passen. Okay, das wird nicht passen. Das ist zu viel des Guten, glaube ich. Da knallen wir gegen das Dach. Das könnten wir korrigieren, indem wir die noch weiter nach hinten setzen. Können wir ja ruhig. Kommen wir ein bisschen weiter hinten an der Ecke gleich an. Weil dann würde sie in einem flacheren Winkel verlaufen. Das heißt, wir müssen die äußere hier auf jeden Fall ein ganzes Stück nach da hinten verschieben. Macht ja aber nichts. Das kriegen wir hin. So, kommen wir hier raufgesprungen. Nee, kommen wir nicht. Ach, schade. Das wäre super gewesen. Wenn wir da jetzt einmal aufs Dach oben raufgekommen wären. Um zu gucken, aber es geht auch so erstmal weiter. So, das heißt dann hier rum. Da kommt hier erstmal das innere Dach fertig. Da kommen wir wenigstens überall super ran. Ohne dass wir noch Böden aufbauen müssen. Ja, machen wir erstmal das innere Dach fertig. Dann wissen wir auch schon mal, wie viel Federn so über sind. Pete. Bau das Dach da richtig auf. So. So. Sehr schön. Kleine Ecke für oben.
Was sind hier nicht fertig? Achso, was sind hier nicht fertig? Ja, die Wand hier ist nicht fertig. Den Unkrautstängeln. Zack. Und zack. So, Leute. Oh, Unkraut ist alle jetzt tatsächlich. Wir haben keine Stängel mehr. Und ich habe schon alle Lager nach oben gebracht, meine ich. Das war's. Das war's. Mehr Unkrautstängel hatten wir jetzt nicht. Wie viele Federn haben wir noch über? Na ja, 42. Immerhin. Das ist noch ein bisschen was. Okay, keine Unkrautstängel mehr. Da muss ich erst wieder Unkrautstängel holen gehen. Ein Lager haben wir hinten noch voll. Baue schon mal die Federn hier zumindest ein. An den Teilen noch. Leute, das wird aber gut. Das wird gut mit der Feder. Wo willst du denn hin? Du hast das Dach doch noch gar nicht fertig gebaut. Achso, können wir nicht. Ist nicht unterstützt, weil die beiden Teile jetzt an der Seite nicht fertig sind. Na gut. Können wir hier nicht weitermachen. Müssen wir erst neue Unkrautstängel sammeln. Beziehungsweise ich offscreen. Gucken, hinten haben wir. Ja gut, anderthalb Lager noch. Da kommen wir jetzt auch nicht so weit mit. Da sammle ich lieber nochmal eine neue Ladung. Gucken wir einmal von vorne, wie das so aussieht. So weit schon mal. Ah, ja, ist noch zu offen jetzt. Das wirkt noch nicht. Das kann noch zu sehr durchgucken. Wie bei dem Turm hier vorher auch. Das wirkt erst, wenn das Dach geschlossen ist, wenn man da auf was Dunkles hinten guckt. Wenn man hier reinguckt jetzt und das so offen ist, wirkt es noch kahl und noch nicht so richtig passend. Aber doch, man kriegt schon, das wird schon. Hier oben kommt ja dann auch wieder ein Geländer rum, so wie hier. Hier oben auf der Höhe einen nach innen versetzt. Und ich schätze mal, dass die Turmspitze ungefähr auf der Höhe, wo jetzt unser Fadenkreuz ist, unser Punkt. Wahrscheinlich auf der Höhe wird die Turmspitze ungefähr sein. Ich glaube, das wird gut, Leute. Das wird gut. So, nur gucken, dass wir mit unserem Seilrutschen hoffentlich vernünftig auf. Was denn? Wolltest du ein Frühstücksröschen werden? Obwohl, wir haben noch zwei. Das wird, glaube ich, passen. Da oben, wie gesagt, nur gucken, dass uns unser Seilrutschen dann aufgeht. Sehr schön. Okay, schmeiß mal raus, was wir in den Taschen haben, was wir gerade nicht brauchen wieder. Das geht schon mal raus. Dann halt. Nee, halt, Federn waren schon hier drin. So. Okay. Essen brauchen wir nichts. Und ich würde sagen, dann ist die Folge vielleicht ein paar Minuten kürzer. Dann müssen wir jetzt hier zum Ende dieser Folge kommen. Weil dann bereite ich noch ein bisschen Material vor wieder für die nächste Runde, damit es in der nächsten Folge dann oben am Dach weitergeht. Dass wir vielleicht sogar in der nächsten Folge so viel haben, dass wir zumindest oben den umlaufenden Balkon komplett fertig bekommen. Vielleicht baue ich auch ein kleines Stückchen weiter am umlaufenden Balkon. Dass wir den komplett fertig bekommen. Und ja, mal sehen. Ein Großteil vom Dach auf jeden Fall noch. Federn haben wir ja noch ein bisschen was. Da werde ich auch gucken, dass ich so viel wie möglich noch vorbereite an Federn wieder. Wobei das dauert mit am längsten, die Federn zu sammeln. Weil die halt wirklich nicht so oft spawnen. Und wenn sie dann sind so oft auch noch verbuggt, das ist auch noch schlimm. Guckt mal auf der Karte, lässt sich irgendwo die Federn anzeigen, scannt danach. Fährt dann dahin und dann liegt da keine Feder. Dann ist er im Baumstumpf drinne oder im Boden versunken. Oder man fährt dahin und liegt oben auf dem Laser drauf. Oder oben auf dem. Hängt in irgendeinem Baum drinne. Irgendwie in der Hecke. Also immer nur die Hälfte kann man quasi auch nur einsammeln. Und dann ist die Hälfte davon auch immer nur eine Feder. Das finde ich auch ein bisschen schade. Am besten wäre es wirklich, wenn alle Federn wenigstens immer 4-5 Stücke rausgeben würden. Aber gut. Wir werden schon fertig mit unserem. Guck mal jetzt aber schon. Wenn uns das hier vorstellt, das ist. Wohl eigentlich wäre es schon cool, wenn man da oben auch immer so ein bisschen den Baum sehen könnte. Aber nee, wir machen das komplett zu mit Kuppel. Und dann wird das Blau ausgeleuchtet. Da geht es in der nächsten Folge weiter oben ein bisschen mit dem Ausbau. Und so grob auch auf die Liste gesetzt auf jeden Fall die schwarze Witwe. Ich weiß nur nicht mehr, wo das war. Da könnt ihr mir gerne schreiben. Also könnt ihr mir gerne schreiben, wer das noch genau weiß, wo ich da reingestolpert bin. Wo wir die wiederfinden, die schwarze Witwe. Dass wir uns die vielleicht in der nächsten Folge auch schon vornehmen können. Kombination aus ein bisschen Turmspitze bauen und vielleicht einmal auf die Jagd gehen,
nach einer schwarzen Witwe. Okay, liebe Biber, vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen. Macht's gut, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Folge.